So, liebe Community, ich würde sagen, willkommen zurück bei Truck & Logistics in der dritten Folge. So, nein, da haben wir noch nichts, da weiß ich, haben wir auch noch nichts. Ich habe noch keinen Lieferwagen, Pritschenwagen, genau, das ist, damit haben wir nämlich hier, das war unser Wagen, mit dem wir in der ersten Folge schon ein paar Touren gefahren haben, angefangen haben. Ich kann mich erinnern. Ja genau, ihr könnt noch Testfahrten machen, das sind die, die es gibt. Starre LKW, genau, da seht ihr auch, wie gesagt, die verfügbaren Missionen und so, das hatte ich euch ja in der ersten Folge erklärt, dass ihr auch immer direkt seht, welcher LKW was kann. Deswegen denke ich halt immer, am meisten Sinn machen hier die Großen. Wir könnten sie uns schon leisten halt. Aber heute machen wir mal was Witziges. In der letzten Folge sind wir hier mit diesem T5-Verschnitt gefahren. Also man sieht, dass es ein T5 ist, von VW eigentlich, aber hat er leider keine Lizenz im Simula. Wir sind auch in der letzten Folge so fast alles gefahren, außer Konvoi und den kleinen Anhänger halt. Den Rest von den Sachen, die ihr seht, sind wir letzte Mal, glaube ich, alle gefahren soweit. Ich würde aber sagen, heute nehmen wir mal unser erstes, unser süßes Auto, womit wahrscheinlich die meisten von euch angefangen haben. Und zwar euer kleines Anfängerauto. Das möchte ich heute auch mal einfach in einer Folge machen. Da können wir zwar nicht so viel machen, nur 1, 2, 3, 4 Missionstypen eigentlich, beziehungsweise Dings. Mal schauen, ich habe Lust dazu, heute einfach mal aus Juxendollerei mit dem Mini-Fahrzeug zu fahren. Mal schauen, vielleicht kaufe ich am Ende der Folge noch ein Fahrzeug fürs nächste Mal, dass es ab der Folge 4 ein bisschen spannender wird. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht warte ich dann auch ab, was ihr in die Kommentare schreibt, ob ihr lieber einen starren LKW sehen wollt mal. Ja gut, da haben wir nicht so viele Auftragstypen. Gut, ein Auftragstyp habe ich gesehen. Den gibt es nur bei den starren LKWs, den gibt es bei den normalen nicht. Aber ansonsten sind die normalen LKWs, die Sattelschlepper da, die sind schon besser. Aber einfach jetzt hier, ich sag mal, aus Prinzip hatte ich jetzt irgendwie Bock hier, weiß ich nicht, irgendwie Bock, das eigentliche Anfängerfahrzeug zu fahren. Halte mich für bekloppt, verrückt, wie auch immer. Ihr seht, die Lichter haben auch, falls ihr Konvoi fahrt, auch eine Funktion. Aber Konvoi geht halt im Singleplayer gar nicht. Also Konvoi geht wirklich nur im Multiplayer. So, jetzt schauen wir mal, wo wir wo landen. Ja genau, jetzt haben wir nämlich hier die ganzen Einachser und wir haben auch nur die, dann würde ich sagen, ja, ich würde sagen, wir bleiben bei mittleren Touren, oder? 4,2, ja, 4,2 Kilometer. Ich würde sagen, wir bleiben bei den mittleren Touren. Gut, ich habe das Spiel jetzt schon 6 oder 7 Stunden in der PS4-Version gespielt. Ja, und wie gesagt, geschlagene 16,5 Stunden im Multiplayer in der PS5-Version gespielt. Also, easy going. Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, nach wie vor. Also ich sehe ja keine großen Unterschiede zwischen der PS4 und 5-Version. Aber die 5-Version, lasst die vielleicht ein bisschen mehr hochskaliert sein, aber so die reinen Grundgrafiken, würde ich sagen, die sind in beiden Versionen gleich. Also ich merke da nicht wirklich Unterschiede. Aber gut, wenn das Spiel auf der Switch läuft, dann sollte es auf der 4 ja auch noch ohne Probleme laufen, also von daher. Und auf der Switch läuft das Spiel auch 1A, also auf der Switch ist es auch nicht wesentlich schlechter, finde ich. Die Switch hat nur aktuell hat die Switch nur ein bisschen weniger Umfang. Aber für die, die nicht den Trick 17 gemacht haben, wie ich in meiner ersten Angezockt-Folge, für die Leute wollte ich jetzt einfach mal mit dem Fahrzeug anfangen, mit dem wahrscheinlich die Mehrheit von euch angefangen hat. Oder anfangen wird, wenn sie nicht meinen Tipp von der ersten Folge nimmt.
die Folge versuche ich mal wieder ein bisschen zu genießen und euch auch wieder ein bisschen mehr genießen zu lassen, weil, ja gut, ihr wisst zwar, dass ich eine Gesabbelstrippe bin. Gut, das war in der letzten Folge auch so halb-halb, so ein bisschen, was blinke ich denn jetzt in die falsche Richtung wieder. Aber das war in der letzten Folge auch so ein bisschen halb-halb. Einerseits wollte ich euch darauf hinweisen, für die Leute, die ganz gerne Multiplayer spielen wollen, das sage ich in der Folge aber auch nochmal, am Samstag zwischen 15 und 16 Uhr bei unserem Partnerkanal vom guten Roman in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich wollte euch halt mit dem Tempomaten und noch so ein paar andere Infos, die ich euch in der letzten Folge nochmal rausgehauen habe, halt auch alles erzählen. Deswegen war die letzte Folge wieder ein bisschen sehr viel Gequatsche für den einen oder anderen. Aber gut, ihr kennt mich, ich bin eine Sabbelstrippe. Also, wie sage ich immer, ganz ehrlich, Leute, wenn ich euch zu viel rede, es gibt genug andere Leute, die dieses Game ja auch spielen, dann müsst ihr halt bei den anderen Leuten schauen. Und ansonsten seid ihr ja wegen mir hier und hört mir gerne beim Sabbeln zu. Also von daher, alles gut, alles fein. Aber wollen wir uns in der Folge nochmal ein bisschen aufs Fahren konzentrieren, ein bisschen aufs Ausliefern konzentrieren und mal ein bisschen mehr genießen. Manchmal ist die KI echt komisch, ey. Im ersten Moment schleicht sie vor ihm rum und plötzlich gibt sie Vollgas und weg ist sie. Aber gut, wie gesagt, das ist für mich jetzt kein Mega-Manko. Es ist okay. Ach, bin zu früh abgebogen. Da ist die Einfahrt, egal. Ist mir zu wenig. 5,2, das geht. Das sind dann 824 auf 3 Kilometer. Und was haben wir hier? 5,1, 848 auf 2 Kilometer. Dann ist das etwas mehr Geld. Für eine kleine, weniger Strecke. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt diesmal das da, den blauen Anhänger. Ne? Wir sind gerade den gelben gefahren. Dann nehmen wir jetzt den blauen. Was mehr geht hier auch an der Stelle gar nicht in der Baustelle, wie ihr seht. Hier habt ihr nur den gelben oder den blauen. Also da wir gerade den gelben gefahren sind, macht das ja jetzt auch Sinn, den blauen zu fahren, wegen der Abwechslung. Also ihr seht auch nicht, an jeder Baustelle habt ihr die gleichen Sachen. Das Spiel sagt schon mit Pfeiltaste hoch, wir sollen die Scheinwerfer anmachen von den Lichtverhältnissen her, dann wollen wir das doch mal machen. Wollen wir doch mal die Scheinwerfer anmachen, so. Weil das Gute ist, wenn ich das Spiel ausmache, dann steht hier links Scheinwerfer anmachen. Seht ihr ja, Scheinwerfer an. So als kleiner Hinweis, es wird dunkel. Das steht ja auch jetzt auch permanent da, also das bleibt da jetzt auch stehen.
Komm, blockieren wir mal ein bisschen die Straße hier, ist egal. Komm, Leute. Ja, darf noch nicht. Ja, ich sage, ich blockiere einfach mal frech die Straße, weil ich will ja irgendwann und irgendwie rauskommen. Könnten ja auch mal blinken, ey Leute. Aber lässt dann keiner rein, ne? Das ist halt... Der müsste schon echt ganz frech sein irgendwie und irgendwann. Ja, da hätte ich jetzt einfach rausziehen müssen. Komm, nächste Lücke ist meine. Außenperspektive sehe ich das besser. Komm, jetzt einfach raus hier, einfach. Weil wenn ihr dreist seid, wie ihr seht, bremst die KI schon ab. Also ich sag nur andere Spiele. Hier, unsere Rot zu Beginn, ist die immer voll in euch reingekachelt, die KI. Mittlerweile geht's. Aber im Fernbus-Simulator hat die KI zum Beispiel keine Bremsen. Da fährt die einfach in euch rein, wenn ihr euch reindrängelt. Also ist schon gut. So, ich mach das, die Lichter aber erstmal an. Wie gesagt, ihr könnt natürlich auch jederzeit hier die Zusatzspiegel dazu packen. Aber hier, solange ich mit den kleinen Fahrzeugen unterwegs bin, mit den PKWs unterwegs bin, braucht man die eigentlich nicht. Die Zusatzspiegel braucht ihr eher bei den LKWs später. Ja, wie gesagt, vielleicht hole ich mir am Ende der Folge schon ein. Ich weiß ja nur noch nicht genau, was für einen, aber vielleicht mache ich das noch. Lasst euch einfach überraschen. Damit wir in der nächsten Folge schon LKW fahren können, damit ihr auch die ganze Ladungsgüter und so da mal seht. Und wir das dann ein bisschen abwechseln können. Aber ich sag euch gleich, auch hier diesen Anfängerwagen, den werdet ihr in Zukunft das ein oder andere Mal noch sehen, weil ich wechsle das dann, wenn ihr das Projekt hier wirklich als Singleplayer-Projekt weiterhin sehen wollt. Ich werde es hier an den Aufrufzahlen sehen. Ich werde es an den Umfragewerten teilweise sehen. Also wenn ihr es wirklich weiter sehen wollt, dann... Ich versuche es einigermaßen abwechslungsreich zu gestalten. Unabhängig. Also jetzt kommt mir nicht, wenn dann irgendeiner meint, in Folge 10 oder Folge 11 irgendwann sollte es dazu kommen. Dann sagt mir nicht, du fährst ja immer noch mit dem Anfängerwagen rum. Nein, ich fahre dann zwischendurch mal mit dem Anfängerwagen rum. Also es wird auch Folgen kommen, wo ich das innerhalb einer Folge die Fahrzeuge wechsle. Einfach wegen der Abwechslung halt. Jetzt mache ich das ja extra so. Und im Angezockt bin ich ein bisschen so rumgedüst, habe halt so mal geguckt, was geht, war halt ein Angezockt. In der zweiten Folge bin ich jetzt primär den T5 halt gefahren. Jetzt hier in der dritten Folge fahre ich primär hier den eigentlichen Anfängerwagen. Sollte ich mir gleich noch einen LKW kaufen, dann werden wir in der nächsten Folge primär wahrscheinlich den LKW fahren. Ja, und dann wird es aber ab der fünften Folge dann schon wieder kritisch. Weil, wie gesagt, ich will ja auch ein bisschen Geld sparen zwischendurch. Hat seine Gründe. Weil es gibt ja auch ein Fahrzeug, was extrem teuer ist. Und... Und es gibt ja auch eine Trophäe zum Beispiel, ihr müsst 1 Million auf der Bank haben. Und ich sag mal so, sollten zunehmend Multiplayer-Anfragen kommen, ich sag's halt so, wie es ist, dann überlege ich mir das, auch mal ein oder zwei Folgen mit euch gemeinsam aufzunehmen. Aber da müssten wir uns halt ein bisschen absprechen, das ist und so, wie man was, wann, welche Uhrzeit was wo machen kann. Klar kann ich hier auch mal in der Aufnahme-Session, auch wenn es eigentlich das Singleplayer-Let's Play ist, aber mal, ich sag mal,
um es auch auf diesem Kanal mal gezeigt zu haben, könnte man ja auch mit zwei, drei Leuten, um da ein, zwei Funktionen nochmal zu erläutern und auch auf diesem Kanal zu zeigen. Klar, ich sag mal, ausgeschlossen ist es nicht, aber tendenziell würde ich eher sagen, auf meinem Kanal ist der Singleplayer-Content zu diesem Spiel und beim Partnerkanal Roman ist dann der Multiplayer-Content zu diesem Spiel. Also einfach auch der Fairness halber Roman gegenüber, weil wie gesagt, ich glaube, das habe ich in der letzten Folge gar nicht ganz ausgesprochen gehabt, weil Roman wegen mir das Spiel sich unter anderem geholt hat. Und weil dann aus der Community Leute gesagt haben, wir wollen mitspielen, deswegen haben wir es dann halt einen Tag verschoben, deswegen hatten wir nicht letzten Donnerstag angefangen zum Release-Tag, sondern erst Freitag angefangen. Freitag und Samstag dann halt insgesamt Tatsache echt 16,5 Stunden das Spiel Let's Played. Über zwei Tage gesehen, also es war schon echt viel und lange. Hat auch echt Spaß gemacht im Multiplayer und so soll es auch sein, so dass wir dann auch das Projekt im Multiplayer weitermachen. Deswegen, das ist schon fair, auch hier uns Roman gegenüber, dass er dann halt wirklich die Multiplayer-Projekt auf seinem Kanal zeigt. Auf meinem Kanal kommt dann halt immer mal zwischendurch so ein Singleplayer-Tour. Deswegen verweise ich ja auf den Partnerkanal für die Leute, die halt mal Bock haben, Multiplayer mitzuspielen. Dann schaut einfach da rein. Dann kommt auch jetzt kommenden Samstag, ich mache nochmal Werbung in eigener Sache, weil ich ja am Samstag auch dabei bin, wieder im Community-Stream. Kommt einfach zum Partnerkanal von unserem guten Roman, in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann ist der mir jetzt gerade hinten reingefahren, sah so aus. Und dann halt seht ihr ja den Spielername, auch wenn ihr am Samstag dann in den Stream kommt und das dann seht. Dann seht ihr ja, wie der Spielname heißt und die Lobby und dann könnt ihr jederzeit beitreten. Wie gesagt, ich glaube, das ist am fairsten. Dann fange ich hier gar nicht mit hier irgendwie durcheinander mischen an. Nee, ich glaube, so machen wir das. Ja, es wird der eine oder andere sagen, ey, aber erst anteasern, so von wegen, ja, wir könnten ja auch bei dir mal mitspielen. Ja, ihr könnt mit mir zusammen Geld verdienen. Wenn wir was ausmachen, den Tag, die Uhrzeit, kann ich mit euch ja offscreen ein bisschen spielen. Das ja. Also da bin ich nicht schon abgeneigt, dass ich dann hier und da, jetzt habe ich echt eine Frachtbeschädigung, weil der mir hinten reingefahren ist, der eine. Okay. Nee, aber ich sag mal so, das könnten wir machen, dass ich privat mit dem einen oder anderen meine kleine Tour fahre. Wie gesagt, ein bisschen Geld verdienen. Das geht schon. Ja, genau, jetzt habe ich mir ein Ei gelegt, was ich meinte halt mit dem Singleplayer, dass man sich die Dinge auch im Weg stellt, aber wir passen hier noch vorbei. Ja. Also ich spiele, wie gesagt, gerne mit euch gemeinsam mal eine Runde, aber dann offscreen. So, jetzt habe ich's. Und wenn ihr aber online mitspielen wollt, dann müsstet ihr wirklich Dings machen. Müsstet ihr über den Partnerkanal einfach dann uns am Samstag wieder bestenfalls beijoinen. So, dann ist das Thema doch jetzt auch durch und geklärt. So, das wollte ich jetzt aber nicht, weil jetzt genau den hatten wir. Es sind die gleichen Sachen, das meine ich nämlich. Das ist halt das Anfängerfahrzeug, da könnt ihr nicht so viel machen. Was ihr aber mit dem Anfängerfahrzeug noch könnt, Moment, wo komme ich raus? Da. Weil auch der kann Caravans ziehen. Ich überlege gerade, wo ich das Donut-Häuschen sehe. Zeige ich euch jetzt hier was Lustiges oder zeige ich euch das in einer separaten Folge? Nein, ich zeige euch das jetzt. Ich habe Hunger auf dem Donut. Leute, ich habe Hunger auf dem Donut. Ah, Vorführeffekt, verdammt. Ich bin mal privat. Also wo ich offline gespielt habe, nämlich aus Versehen gegen so ein Donuthäuschen geknallt und dabei habe ich Folgendes gesehen. Hoffentlich klappt das jetzt. Ja, es klappt. Bock auf Donut? Donut mal anders. Hier, ihr seht Donut mal anders. Und jetzt seht ihr auch hier ein bisschen billiger Schadensmodus, ne? Voll frontal reingefahren. Nummernschild kaputt und so. Also. Und wenn ich jetzt rückwärts hier irgendwo anecke, die Autos zerdellen auch ein bisschen, also aber nur minimal. Und jetzt kann ich euch das auch nachher nochmal erklären. Ich nehme gleich eine Mission an und wenn ich die Mission annehme, ist mein Auto wieder komplett heile, als ob nie was gewesen wäre. Das ist dann halt ein bisschen Quatsch, dass das Auto dann komplett heile ist, als ob nie was gewesen wäre.
Aber jetzt seht ihr auch hinten, es ist ein bisschen verzogen. So. Ah, da war die Laterne im Weg. Ich wollte den Donut jetzt auf die Straße schieben, damit alle was davon haben. Ich teile. Hier, so ein großer Donut, da könnt ihr alle was von mitessen. Bitteschön. Die KI schiebt den auch einfach weg. Doing, doing. Erinnert jetzt so ein bisschen an Rocket League, nur statt mit dem Ball, mit dem Donut. Nein, Spaß beiseite, aber kaum sowas gehört dazu. Aber für was soll ich jetzt hier am Schraubenschlüssel reparieren? Da könnt ihr reparieren. Das macht ihr quasi einmal für die, wie gesagt, für die Like It New Trophäe. Habe ich ja schon in einer der letzteren Folgen gesagt, aber für was? Einfach eine Mission annehmen, Fahrzeug wieder ganz gut ist. Glaubt, die war rot. Ja, ich habe es da ein bisschen mit dem Donut rumgehaft, weil ich das einfach lustig fand, dass man den von der Donutbude weghauen kann, also abmachen kann. Das habe ich halt rausgefunden und dachte, na, das zeige ich euch auch mal. Eine zu früh wieder abgebogen, ne? Ja, egal. Ist nicht schlimm. So, und hier ist jetzt Autotransporter, wenn man LKW hat, oder eben, genau, oder eben Auto- und Wohnwagentransport. Steht ja hier, für einen Autotransport brauchen wir natürlich logischerweise einen LKW, ist logisch. Ja, dann würde ich sagen, ja komm, eine lange fahren wir jetzt mal. Heute eine lange Tour wird gefahren. Und dann habe ich doch die Gütertypen, die man mit dem Fahrzeug fahren kann, eigentlich auch schon wieder alle soweit abgefrühstückt für diese Folge. Also, und jetzt seht ihr das, falls ihr es vorhin gesehen habt, hier oben links bei dem Tacho, also hier rechts ist ja die Anzeige, und da von der Anzeige innerhalb oben links ist jetzt wieder alles ganz. Und auch wenn ich mich einmal um mein Auto drehe, Nummernschild, alles wieder ganz. Also, ja, das habe ich im Multiplayer angesprochen, das habe ich, glaube ich, in Folge 2 auch einmal angesprochen. Also, das ist halt Quatsch. Das Auto müsste jetzt genauso kaputt sein, wie ich es gemacht habe, bevor ich diesen Auftrag angenommen habe. Müsste das jetzt auch während dem Auftrag kaputt sein, so lange, bis man es halt repariert. Eigentlich. So. Ich sag euch, der Anhänger schiebt, ne? Bei unserem kleinen Anfangsfahrzeug, also der schiebt ordentlich. So, ich würde aber sagen, wir fahren wieder in der Ego. Erstens macht es mehr Spaß und zweitens ist es auch ein bisschen realistischer, würde ich sagen, ne? Es sei denn, ihr schreibt mir dann in irgendwelchen Folgen, oh, man sieht ja deinen, hier, man sieht ja deine Anhänger immer nicht, man sieht das ja nicht. Gut, dafür könnt ihr dann auch schreiben, soll ich mit diesen virtuellen AI-Spiegeln fahren, dass ihr besser auch nachvollziehen könnt in den Kurven, was hier der Caravan macht. Soll ich sie wegnehmen? Besonders wenn ich halt hier mit den Kleinfahrzeugen spiele. Oder ich kann natürlich auch ab und zu mal in der Außenperspektive auch mal ab und zu eine Folge machen. Aber ich zeige die Autos ja auch oft genug in der Außenperspektive. Und da haben wir wieder ein Passbild. Yeah. Ich fahre jetzt mal eine Runde mit der AI. 61 in der 50er Zone. Yay, da waren wir wieder ein bisschen zu schnell. Upsala. Ach, ich bin Mr. Bleifuß. Ich muss meinen Namen umändern. Nicht mal Maulwurf, sondern Mr. Bleifuß. Nein. Ich glaube, Maulwurf ist euch lieber. Also, ich bin zwar ab und zu ein kleiner Bleifuß hier im Spiel, aber ich glaube, mein Spielername und auch mein YouTube-Name bleibt natürlich bei Peter Maulwurf. Ihr müsst halt mit dem einen oder anderen Passbild müsst ihr halt mit rechnen und damit müsst ihr auch leben. Also wenn jetzt natürlich wieder ein paar Leute schreiben, boah, kannst du doch mal bitte 2-3 Folgen dich wirklich akkurat an die Geschwindigkeit halten? Nein. Ganz ehrlich, sage ich euch in Folge, nein, nein. Ich könnte es versuchen, aber nein. Sage ich euch, wie es ist. Hey, das habe ich auch in einem der 2 Multiplayer-Streams gesagt. Wenn ich akkurat fahren will, wie man nur darf, ganz ehrlich, liebe Leute, da macht einen Führerschein oder was auch immer. PKW-Führerschein, LKW-Führerschein. Macht das.
Und dann könnt ihr im Real Life euch an die echten Regeln, an die echten Geschwindigkeiten und sowas halten, an das, was man halt im echten Straßenverkehr macht. Dann habt ihr das, was ihr manchmal bei den Simulationsspielen verlangt. Aber ich sag immer, das ist immer noch ein Spiel. Da kann man auch mal ein bisschen, ja, ein bisschen unrealistisch fahren und so weiter und so weiter. Dafür ist es ein Spiel. Da kann man sich dafür austoben. Das ist und bleibt halt meine Meinung. Und so werde ich auch weiterhin meine Vorgehensweise beim Spiel machen. Warum der jetzt hier nicht fährt, weiß ich nicht. Oder einer davon. Ja. Ab und zu hat die KI so eine Wegfindungsstörung. Besonders am Kreisverkehr ist mir aufgefallen. Jetzt stehen nämlich alle Richtungen wieder vor dem Kreisverkehr und niemand hatte so richtig Bock loszufahren. Im Kreisverkehr kann sich die KI manchmal echt noch nicht einigen, wer zuerst raus will. Aber gut, wenn man es weiß und sich darauf einstellt, dann kannst du ja auch in den Kreisverkehr reinfahren, ohne dass was passiert, weil ja alle stehen, und fährst da wieder raus, wo du rausfahren musst. Also um Gottes Willen, ist für mich jetzt nicht schlimm. Gehört natürlich gefixt, keine Frage. Also ich möchte den Fehler jetzt auch nicht schönreden, um Gottes Willen. Also ich möchte hier in dem Spiel auch nicht alles schönreden. Das habe ich auch in dem Multiplayer-Streams in den ersten zwei, die wir hatten, gesagt. Also ich möchte hier nicht als Fanboy von Truck und Logistik abgestempelt werden. Nicht, dass mal irgendeiner meint, von wegen Aerosoft oder auch Simula Games hätten mich gekauft oder so. So von wegen, ach komm, so einen kleinen YouTube-Kanal, den kann man ja mal anfragen. So von wegen, hä? Da sind zwar nicht so viele Leute drauf, aber ja, vielleicht redet der Spiel ja wirklich nur kurz, also nur richtig gut und positiv. Und die paar Leute, die das dann gucken, holen das schon alle. Ja, dann reden die das vielleicht auch gut und positiv oder so. Nee, ja, weiß ich nicht. Ich sag immer das, was ich denke. Also nein, ich wurde nicht angeschrieben. Ich habe mir das Spiel aus freien Stücken selber gekauft. Gleich zweimal. Im Angezockt wollte ich noch nicht so 100% damit rausrücken, aber ja. Die PS5-Version 30 Euro digital und die PS4-Version. Es ist eh durch den Multiplayer-Stream raus, die ist in Anführungszeichen, ja, was heißt in Anführungszeichen? Vielleicht hat derjenige sich die auch für 30 Euro gekauft, aber hat's angezockt, hat ihm nicht gefallen und hat es mir deswegen für einen 10er verkauft. Glaube ich aber nicht, weil wenn ich das am Release Day auch hier direkt am Donnerstag schon direkt hier am Mittag im Internet gesehen habe, weil ich hier verkaufe Truck und Logistik hier für 10 Euro und so, da denke ich mir so, ja, wollt ihr mich verhonipiepeln? Das nehme ich mir natürlich für die PS4-Version gleich nochmal mit. Also, deswegen ist auch der Grund, warum ich überhaupt beide Versionen habe. Und das halt so ein bisschen so mache, dass ich jetzt halt sage, okay, Multiplayer wird PS5-Version gezockt und Singleplayer PS4-Version. So kann ich auch beide Versionen gleichzeitig hier fortschrittmäßig machen. Und gut ist, da bin ich halt auch ehrlich und neutral mit euch. Und ich kann da qualitativ keine Unterschiede sehen zwischen der 4 und der 5-Version. Diese nicht fahrenden Autos am Kreisverkehr, die waren in der PS5-Version auch da. Also sind auch in beiden Versionen 1:1 die gleichen Fehler drin. Die paar wenigen Fehler, das betone ich bewusst, die paar wenigen Fehler, die das Spiel hat. Weil gerade auch im Multiplayer, wo wir das halt im Multiplayer gespielt haben, also so einen flüssigen Multiplayer zu Release, jetzt übers letzte Wochenende, hatte ich noch nie gesehen, bei keinem anderen Entwickler. Also da können sich die AAA Studios, Codemasters, EA und Square Enix und wie sie nicht alle heißen, Rockstar Games, also da können sich alle, aber alle großen Entwickler können sich da von dem Release, von diesem Spiel hier, wie der Release jetzt übers Wochenende von Donnerstag und auch übers ganze Wochenende abgegangen ist, sage ich mal, selbst an Tag 1 am Donnerstag null Fehler in dem Spiel, da können sich die großen Jungs, die großen Studios echt mal eine Scheibe von abschneiden, ganz ehrlich.
wollte gerade sagen, danke KI, weil in die Blitze bin ich im Multiplayer auch schon öfters reingefahren. Die ist echt gemein. Gut, dass die KI mich wieder ein bisschen runtergebremst hat. Ich zeige euch das gute Stück aber jetzt auch nochmal, ich glaube, den Rest von der Fahrt ein bisschen von außen, damit ihr es nochmal ein bisschen genauer seht, wie sich der Wohnwagen hinten auch verhält. Übrigens mit R1 und dem rechten Stick könnt ihr auch hier die Kamera noch ein bisschen zoomen. Also so ein bisschen weiter weg oder halt wieder ein bisschen so näher ran. Also R1 und der rechte Stick ist das dann. Für die Leute, die das Spiel halt besitzen. Ich glaube, in der nächsten Folge, bevor wir dann damit anfangen, werde ich euch auch noch ein, zwei Sachen zeigen. Und da kommen wir in die Blitze. Ich gehe mal ein bisschen vom Gas, sicher ist sicher. Ich weiß nicht, was hier erlaubt ist. Wenn ihr mit schnelleren Autos unterwegs seid, ihr seht das schon jetzt, das mache ich jetzt ein bisschen Absicht. Ich fahre jetzt mit Absicht zickzack, also ich bin nicht besoffen, sondern ich fahre mit Absicht so. Ihr seht ja schon, wenn ich schneller werde und dann so fahre, dann seht ihr, was ich meine. Also der schiebt auch mit hinten, also es ist schon cool gemacht, also der schiebt auch echt hinten mit. Und auch hinten am Wohnwagen, die Blinker funktionieren, wie ihr seht, also es funktioniert 1A, also alles schön ausdetailliert, modelliert, also ist schon, also ich find's nice. Aber ich habe auch schon im Internet bei den Rezessionen und so gesehen, aber das ist wie bei jedem Spiel, das ist so ausgeglichen. Viele sagen, ey, so eine Trash-Grafik, das ist ein Handy-Game und so. Andere sind auch genauso wie ich voll begeistert, das ist so halb-halb. Und Handy-Game ist gar nicht mal so abwegig. Das Spiel soll ja noch für hier Android und wie heißt es andere, Android und Apple, ja, also für beides rauskommen. iOS, genau, Android und iOS, so war das. Das soll ja noch, soll ja dafür sogar noch rauskommen. Ich weiß nicht wann, aber das Spiel ist ja sogar für Handy in Entwicklung. Also ist es ja gar nicht so abwegig, dass die nicht hingehen und, ja, wie sagt man, dass die nicht hingehen und dann daraus mehrere Spiele machen und dann halt die Qualität hier hochskalieren, da nicht. Auf dem Handy sieht das dann, denke ich mal, ähnlich aus. Weil, ja, von der Grafik her könnte es durchaus natürlich ein Handy-Game sein. Da stimme ich euch auch dem einen oder anderen zu. Aber ich sage mal, Grafik ist in einem Spiel nicht alles, sondern die Mechaniken in dem Spiel, die müssen funktionieren. So, jetzt würde ich aber sagen, was würde ich denn jetzt sagen? Oder was wollte ich denn jetzt sagen? Weil hier, sowas zum Beispiel ist doch geil hier mit den Details. Da oben seht ihr das mit diesem Rädchen und so, also es funktioniert alles. Auf den Baustellen, wo wir vorhin waren, da funktioniert auch der Kran, also es sind Arbeiter da. Kann ich euch auch gerne mal in einer der nächsten Folgen zeigen mit dem Kran, dass der Kran auch wirklich am Arbeiten ist. Na, kann ich hier aufs Feld fahren oder haben wir jetzt hier eine unsichtbare Wand? Das interessiert mich jetzt mal. Nö, theoretisch kann ich hier einfach aufs Feld fahren, sehr schön. Na, machen wir hier heute in der Scheune Feierabend? Ja, komm. Mal gucken, geht das? Das interessiert mich jetzt einfach. Einfach, ich bin jetzt einfach neugierig. Auch das geht. Ja, dann würde ich sagen,
Haben wir hier jetzt eine schöne Parkposition. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, würde ich mich natürlich auch selber ein Abo freuen, weil es hilft mir in dem Kanal natürlich sehr weiter. Es sei auch gesagt, auch die... Ach, egal. Ich bin ja nicht live. Nee, das macht man eher, wenn man live ist. Ah, egal. Aber auch dazu kommt demnächst was. Ich bin die ganze Zeit am Liebäugeln und ich habe ja auch schon in den Livestreams bei Roman und so, also auch jetzt am Wochenende, wo wir live gespielt haben, ich habe ja gesagt, ich werde demnächst einen Teststream machen. Ich weiß nur noch nicht, womit. Entweder mit Truck & Logistik, Fernbus-Simulator, irgendwie einer von den Simulatoren. Da wird ein kleiner Teststream gemacht. Also das kommt demnächst auch wieder. Ich will wissen, ob es funktioniert oder nicht. Wenn es nicht läuft, dann weiß ich und auch ihr, wo ihr dran seid, weil ich würde schon ganz gerne bestimmte Spiele wieder streamen können und mit euch halt direkt interagieren, aber das wisst ihr ja. Aber deswegen, für die Folge soll es das aber erstmal gewesen sein. Und vielleicht holen wir uns in der nächsten Folge, da war ein kleiner Grafikfehler, habe ich gerade gesehen, da an der Seite. Aber gut, das ist so, das sind so Sachen, die finde ich jetzt nicht schlimm. Und in der nächsten Folge, vielleicht holen wir uns da schon einen kleinen LKW. Ich weiß nur noch nicht welchen, das überlege ich mir bis zur nächsten Folge. Und dann schauen wir mal weiter. Bis dahin, wie gesagt, schaut in die Videobeschreibung. Unter anderem, damit ihr am Wochenende auch in den Konvois eventuell Multiplayer-Streamer mitspielen könnt. Bei unserem guten Roman. Und die anderen zwei würden sich natürlich auch freuen, wenn ihr vorbeischaut. Also... Insgesamt müssen es drei Links sein in der Videobeschreibung, drei Partnerkanäle. Schaut einfach rein, klickt euch durch, fühlt euch wohl, lasst Liebe da. Bis dahin, euer Maulwurf jetzt. Aber jetzt aber wirklich, ciao, ciao, bis zur nächsten Folge.